Nun hat man ja, Sie haben von Vertrauen auch gesprochen, das nötig ist, das ja Regierende immer brauchen, das Vertrauen der Regierten. Nun ist ja eine Variante, Vertrauen wieder zu gewinnen, das Einführen von plebiszitären Elementen, also mehr direkte Demokratie, also das Befragen der Bevölkerung und ein bisschen auch ein Abrücken von der repräsentativen Demokratie. Kann das irgendwie ein Heilsweg sein? Ich persönlich bin vollkommen anderer Meinung. Das ist im Grunde genommen der Offenbarungseid der repräsentativen Demokratie. Wenn das heißt, da nimmt repräsentative Demokratie die Verantwortung nicht wahr, naja, das ist die ja, delegiert. Sie können es ja jetzt in Großbritannien sozusagen wie im Lehrbuch sehen. Da sind zwei Leute, die das Volk in eine solche Abstimmung hineingetrieben haben. Und als das Ergebnis dann so ist, wie sie es angeblich wollten, verlassen beide das Schiff und überlassen es anderen, die Verantwortung dafür zu übernehmen. Ich finde, das ist schon fast im Lehrbuch das Musterbeispiel dafür, wie plebiszitäre Elemente in einer Rechtsordnung, in einer Verfassungsordnung. Könnte das auch zu einem Gesinnungswandel in Großbritannien führen, dass man sagt, auf irgendeine Art und Weise versucht man von diesem Abstimmungsergebnis und den Konsequenzen abzurücken und einen anderen Weg zu gehen, also in der EU zu bleiben? Mir wird es ja schon reichen, wenn es in Deutschland da zu einem entsprechenden Meinungsbildungsprozess führen würde, in welche Abgründe solche Volksabstimmungen führen könnten. Nein, die repräsentative Demokratie heißt Verantwortung in der Hand der gewählten Abgeordneten. Und wenn Abgeordnete dafür plädieren, wichtige Abstimmungen in die Hand der Bevölkerung zurückzugeben, dann plädieren sie im Grunde genommen für ihre eigene Entmachtung.